Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Mystery. Haben wir Nebenmissionen, die wir machen könnten, tun? Professor Sharps Aufgabe 1. Besuche den... Ah, dann warte mal hier. Professor Sharp möchte, dass ich mich teste. Während ich unter dem Einfluss von Sol Maxima als auch Edurus-Tränken stehe, möchte auch, dass ich einen Fokustrank mitnehme. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei J. Pepin Zaubertränke finde. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Gut, dass wir gerade in Hogsmeade sind. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Aber irgendwie... Weiß nicht, momentan ist... Warte, ich weiß warum. Ich habe vergessen, Einstellungen zu machen. Nein, das ist es nicht. Das hier muss ich machen. So. Und einiges angenehmer. Ja, definitiv so. Ich glaube, ich muss hier lang. Dann hier. Nee, ich glaube, ich bin definitiv falsch. Hatte. Muss hier hin. Ja, falsch abgebogen. War schon auf den richtigen Weg, aber falsch abgebogen. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Yep. Wie kann ich heute behilflich sein? Ich habe ja alle Rezepte, ne? Stimmt, da war ja was. Warte, habe ich zufällig... Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Habe ich nicht sogar schon. Das ist... Maxima, Edurus, dann brauche ich ja nur... den Fokustrank, das Blaue. Wie kann ich heute behilflich sein? Wie viel kostest du? Komm. Einmal, dafür haben wir es dann. Vielen Dank. So, dann nehmen wir das mal. Keine Ahnung, was mir das bringt. Reduziert die Abklingzeit für Zaubersprüche. Okay, das bringt mir, erhöht den Zauberschaden und... Oh, das wollte ich mal öfters nutzen. Warum bin ich ein Stein? Hallo, ich bin ein Stein. Wunderbar. Okay, und jetzt sollen wir den Zaubertrankunterricht besuchen am helligen Tage. Machen wir doch mal direkt. Das mach mir. Revelio kann manchmal helfen, die Lösung schwieriger magischer Rätsel zu enthüllen. Das ist wohl wahr. Wie soll ich mich auf Zaubertränke konzentrieren, wenn Professor Sharp so einschüchternd ist? Oh, das lag gerade. Kehre zu Professor Sharp zurück. Ganz gut, alles abgeschlossen, ne? Wird aber einsichtig, was bräuchte ich denn eigentlich für... Okay, ich hätte eigentlich alles selbst herstellen können. Na, bis auf den Edos-Trank. Ah ja, einer Erschwinderin.
Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Ganz gut, ne? So wie jeden anderen Zauberspruch. Bleiben Sie bei der Sache. Ja, kein Problem. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Ich möchte es an den Schülern ausprobieren. Hallo, wo ist da der ganze Spaß? Gut gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Na, guck mal, Garrett, was macht denn eigentlich dein Projekt? Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schab war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Ach so. Professor Schab war verärgert. Aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Schab mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Ich nehme dich dann mal aufs Wort. Noch dabei, wie ich sehe. Nun, Wiederholung kann ein ausgezeichneter Lehrer sein. So, was haben wir denn hier noch so offen? Haben wir hier Nebenmissionen? Nope. Keine einzige Nebenmission. Tatsächlich nicht. Wir müssen hier noch die ganzen Flohflammen aktivieren. Dafür gibt es ja auch einen Erfolg. Und die ganzen Dörfer besuchen, da gibt es bestimmt auch wieder jede Menge spannende Nebenaufgaben. Gut, dann kümmern wir uns aber erstmal um unsere Hauptquest. Besuche den Flugunterricht. Oh ja, das bedeutet, wir kriegen bald unseren eigenen Besen. Dann können wir die Orte alle begutachten. Warum sollte ich hören wollen, dass du gut kommst? Ja, weil ich gut bin. Das nächste Mal schreibe ich meine... Ah, falsche Richtung. Ich muss hier lang. Rebellion. Hier ist irgendwas. Nee. Gib ich hier? Jetzt da? Ich wünschte, Professor Garlic würde uns mehr über fleischfressende Bäume. Ach, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, da drinnen, ne? Da komme ich nicht lang. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Oh nö, ist das der. Okay. Bitte lasst euch wieder... Och nö, da steht Autsch. Okay, das war ein ganz normaler Schlag. Nix, was man ernst nehmen müsste und sich Sorgen machen müsste. Revelio. Oh, das leckt. Fleischpastete zu bestören, nur um dann von Gemt gesetzt zu hören. Dann wird's ja lauter. Hier oben. Revelio. Hä? Nee. Nicht mehr, hä? Haben wir auch schon, nee. Okay, das Spiel verwirrt mich. Ist wahrscheinlich in diesen Raum, wo wir noch nicht rein können. Okay. Ich muss in Revelio. Ja, dann kommt es von diesem Raum. Okay.
So, Flugstunde, Flugstunde. Hattest du schon mal mit Lex. Das könnte witzig und spannend werden, würde ich mal sagen. Was meint ihr, wer fällt zuerst? Ist Sebastian auch hier? Ne, sieht nicht danach aus, dass er an diesem Unterricht teilnehmen wird. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte, begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hey, netter zu dem Schulbesen. Hoch! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Okay, ich versuche mein Bestes. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Okay. Aber Vorsicht! Die ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Ich möchte Sie in einem Stück zurückhaben. Ich muss mich erstmal gewöhnen. Das war doch easy peasy. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Okay, kein Problem. Kriegen wir auch hin. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Och. Diese Aussicht. Hallo. Schöner Tag zum Fliegen. Definitiv. Fabelhaft. Ui. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Kleiner Trick am Rande, wenn ihr den linken Stick am Controller reindrückt. Fliegt er automatisch schneller. Muss ja die RT-Taste wow, nicht gedrückt halten. Unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Jetzt erst mit kleinen Legs funktioniert das gut soweit. Wow. Das hat schon mal geklappt. Ja, mehr oder weniger. Nö, habe ich nicht. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Bringt uns das nicht Ärger ein? Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger. Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir.
Ach, Menno. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Wir folgen dir auf. Hoffentlich trinkt der Schulleiter Flug seinen Tee heute nicht am Fenster. Wir folgen dir auf Flug und Wind. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Du kleiner Spanner, du. Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Drücke LT für einen Geschwindigkeitsschub im Vorwärtszug. Warum habe ich jetzt ZT gesagt? Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Nö. Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Renn, also renn. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecker nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Alter, was ist jetzt los? Halleluja, hallo, hallo, hallo. Ich glaube, mein Internet. Das ist der Nachteil von Cloud Gaming. Das ist Kogawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Alter Schwede, was ist jetzt los? Hallo? Sieht aus, als hätten sie die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Ja, ich steig schon ab. Und wo waren sie beide? Oh, hallo Professor, wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Oh je, jetzt gibt's Ärger. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Streng, aber doch nett. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Hätte mir doch nur den Ärger vermieden. Ja, aber wir hatten Ärger dabei. Kogawa könnte uns das übel nehmen. Das war großes Pech. Ich dachte, sie sieht uns nicht. Aber das ist egal. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Okay. Gut, was haben wir denn jetzt hier offen? Keine Nebenmission. Auch keine Nebenmission. Okay, was haben wir denn als nächstes? Gefühlt gar nichts. Dann kommt bestimmt gleich noch was. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Bin schon unterwegs. Guten Tag. Ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Das können wir auch machen. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Also ja. So viel zu tun. Just a little time. Aufträge. Im Schatten der Krypta. Na gut, Professor Weasley wäre das Zweite, aber
Sebastian geht vor. Katte. Kürzen wir doch mal ab. Na, Raum der Wünsche. Okay, halt schon gespoilert. Okay, ich muss da lang. Ach, guck mal. Können wir direkt hier hinreisen. So. Letzter Teil der Mission, die wir heute noch machen. Und dann ist die Folge so gut wie vorbei. Wir haben nämlich schon wieder 20 Minuten. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, nein. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ich hab so viel zu tun, ne? Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Definitiv. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Okay, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Betritt den geheimen Raum. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Lass mich raten. Sehr gut verborgen. War ja klar. Immer ja schon. Durch Zufall. Bei Erkunden. Und woher kennst du jetzt den Zauberspruch? Woher kennen wir den Zauberspruch? Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gorn. Revelio. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Ja. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Ja, dann sprich mit Sebastian. Okay. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Das ist wohl wahr. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Das kann man nicht abstreiten. Ehrlich gesagt, interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Okay, ich bin ready. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Confringo. Also
Nice. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber. Damit die Krypta intakt bleibt. Solltet ihr erstmal aussprechen lassen. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Expelliarmus! Das war, glaube ich, der falsche Zauber. Ja, Confringo. Confringo! Gut gemacht. Wie ist es so? Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Und jetzt sieh nach Sebastian, okay. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Definitiv. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ich würde mich freuen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Deswegen, du ja. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Mhm. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Mach das. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hogwarts Legacy. Bis dahin. Tüdelü.